Mahlzeit, ihr Knüppler. Noch mir. Moin. Zusammen mit Kaiser Franz, genau. Ja. Heute fahren wir die New York, beziehungsweise sie fährt im Biogi, ich fahr die New York. Ja. Ne? Schlachtschiff bei den Amerikanern. Rang 5, in Dienstgestalt 1914. Fünfmal, fünf Doppeltürme, also fünf Zweier. A356 mm, 15,6 Kilometer Reichweite maximal und maximal 21 Knoten. Und, oh, ich sehe gerade, wo wir sind. Sind wir? Die Karte, die wir so mögen. Mhm. Wie finden wir die New York, die du noch nie gefahren bist? Wo ist die denn? Oh, die ist ganz weit weg. Ich muss mal vielleicht Gas geben, hier. sie bewegt sich. Ja, ich, hab noch gar nicht hier mich bewegt. Deswegen. Ich werde jetzt mal eben schön gerammt. Hallo? Ja, nicht von mir. Ne, nur anderer Typ. Ja. Ich verzeihe ihm. Ich finde die New York eigentlich ganz cool. Ja, die ist langsam. Gut, das sind sie alle. Ich meine, die Miyogi ist ja auch nicht sonderlich schnell, ne? Ich habe nicht auf dich geschossen, ne? Nee, das machen die hier. Eine Miyogi und eine Kongo. Ach. Die sind aber schnell. Das kommt dir nur so vor. Ne, mit Schießen meine ich. Ja. Na gut, die Kongo ist wirklich schnell. Ich sehe schon den Flugzeugträger C, also zwischen C, D, 9, 10. Oh, sehe ich auch. Ja, ich denke mal, der wird jetzt zu 9 fahren. Oh. Oh, Vorsicht! Ja! Ja, kann ich nicht ändern! Oh! Oh! Gut. Oh, 87. Aber er kriegt. er kriegt irgendwie die ganze Zeit. Ey, was soll ich machen, ey? So eine Scheiße. Böse, böse, böse. Hier, Torpedos. Das heißt. Oh, ich muss drehen. Ich komme ja zu euch jetzt. Mhm. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen? Okay, der schießt auf mich. Wir kommen hier nicht weg. Dieser Idiot ist stehen geblieben. Oh. Dieser Spaß. Und ich habe auch die Geschwindigkeit reduziert. Oh. Ach, stimmt. Hier ist das Nachladen so langsam. Ah, ey, so ein Klopskopf. Oh, Treffer. Oh, lade doch nach, mein Gott, Kommt ein Zerstörer. Zerstörer, oh Gott, ich muss weg. Nee, ich muss anders drehen. Weil gestern habe ich einen auf den Deckel bekommen, weil ich falsch gedreht habe. Ne? Ja, was heißt auf dem Deckel? War halt, unpraktisch. Ja, war unpraktisch, aber ich habe trotzdem einen auf den Deckel bekommen. Das hast du wohl, ja? Ja, hab ich. Hab ich und ja. So ist das Leben. Das Blöde ist, ich weiß, dass die Zerstörer hier sind. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt aufspare oder schieße. Auf ein anderes Ziel. Ich weiß nicht. Also ich vermute, der wird, ja, wusste ich, gleich Torpedos auf mich schießen. Und das hat er auch gemacht. Aber ich bin schlau ausgewichen. Oh, das ist der Tenryu. Hier hätte ich natürlich gut weggefetzt. Tenryu? Hm. Und die ist, glaube ich, nur 3. Wie 3? So, jetzt gib Gas hier, Kaiser, weil. Sehr langsam. Ich habe die jetzt im Visier. Aber. Ja, ich habe die im Visier. Versuche ich jetzt einfach, ne? Oh, das war daneben.
Oh, sie sind Zerstörer. Oh, die hat ja, die Tonio hat jetzt, die Torpedos abbekommen. Apropos Torpedos. Ich hätte gerne auf sie geschossen, ne? Ich nehme Torpedos mit. Och man. Durch diese verschissene Isokase, ja, ja. Da kommen noch mehr. Und dieser Typ, der rammt mich schon wieder. Du bist bekloppt. Ich glaube, wir machen es hier nicht lange. Problem gelöst. Was ist die? Meine Fresse. So schnell kann man sich in Schwierigkeiten bringen hier. Ja, manchmal ist das halt so. Der Typ weiß auch nicht, der drängt mich hier ab. Dieser Spast, Alter. Echt so eine hohle Sau. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Ich glaube, ich krieg sogar noch ein Torpedo ab, weil ich zu langsam bin. Nee, der geht gerade so vorbei, aber die beballern mich hier wie nichts Gutes. Hauptturm weg, hier ist alles hinüber, ey. Ei. Das ist mal scheiße hier, ey. Das, womit ich schieße auf diesem Schiff, sind das Geschütze? Ja. Sind Artilleriegeschütze. Also, Artillerie halt auf dem Schiff montiert. Der Torpedo ist ohne Ende. Keine Sicht. Ich komme jetzt. Oh, das kannst du nicht leben, ne? Yep. Ich brauche noch 30 Sekunden, bis ich wieder auffrischen kann, so ein bisschen. Und ich sehe schon wieder einen Zerstörer. Oh, ich sehe den auch. Ich versuche. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ihn zu. Da capt einer von den Zerstörern capt und ich fahre direkt dorthin. Das heißt, das war's dann wohl bald. Die Isokase hat mit Sicherheit auch schon Torpedos abgefeuert. Ich schieße einfach wie blöd. Warum schieße ich da hin? Das ist doch dumm. Sind einfach zu viele, glaube ich, ne? Ja, oder wir sind hier zu wenig. Kann ich auch so sehen. Ja, wo sind überhaupt die anderen? Ich habe keine Ahnung. Ach, nein. Okay, ein Torpedo, ich bin weg. Das war's. Heißt das mit anderen Worten? Ja, mit einer Isokase ist auch nicht schwer. Du kannst ja 50 Kilometer entfernt sein, jetzt mal, ne? Mhm. Übertrieben gesprochen, und kannst ja Torpedos rausfeuern. Das ist ja ein sehr einfaches Schiff. Also ist einfach zu spielen. Ist ja der einfachste Zerstörer überhaupt. Mhm. Weil die Reichweite so hoch ist. Muss ja auch nicht. Da musst du weitaus weniger können als mit den anderen. Also du brauchst keinen Skill, wirklich, ne? Mhm. Ich habe auch mit den Japanern die meisten Torpedo-Kills gemacht. Weil die halt super einfach zu spielen sind. Mhm. Also sonst wie weit rausfeuern, musst du ein bisschen gut abschätzen. Aber du kannst auch sehr nah ranfahren und sehr schnell wieder wegfahren. Von daher. Mhm. Arschlecken, ne? Jetzt bin ich drin. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Du hast ja noch voll Leben, ey. Ja. Ich hab ein paar Treffer. Aber... Es bringt nichts, wenn die jetzt alle anfangen, hier auf mich zu schießen, dann war es das auch nicht. Das ist schön, dass du so drehst. Das gefällt mir. Aber wie gesagt, meine Geschütze drehen sich sehr langsam. Mhm, ich bewege mich sehr langsam. Mhm. Und ich werde hier beschossen. Mhm. Das hast du gut mitbekommen.
du mich jetzt irgendwie... Was? Hm? Ja? Was? Von der Seite? Ja? Zimmer. Ja? Mhm. Mach doch mal lieber Clara und gut ist. Ja, die machen mich klar. Schön, dann können wir ja gleich weitermachen. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Ja. Okay, Bitch, was soll das? Oh, das war jetzt dumm, diesen Flugzeug zu schieben. Ich mag das nicht aus dieser Sicht zu schießen. Gut, ich sag schon mal, wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Runde. So. So. Ja, jetzt machen wir es nochmal. Jetzt machen wir es richtig. Guck mal, wir haben zwei, die sind ja rosafarben. Mhm. Das heißt, die haben unheimlich, also wirklich viel geleistet. Ne? Ja. Die haben sich bestimmt gegenseitig gerammt. Ja, das ist auch komisch, ne? Auch schon wieder dieselbe Karte. War schon komisch, dass man jetzt für das Rammen irgendwie... Also das System erkennt nicht, wenn es nicht absichtlich war, ne? Hm. Naja, wer weiß, was absichtlich ist und was nicht. Manchmal weiß ich. Ja gut. Ich glaube, die Gehirnfunktion können Sie noch nicht auslesen. So, ich warte erstmal kurz. Ich lasse euch mal alle vorfahren. Ach nee, du fährst ja auch so ein langsames Ding, ne? Mhm. Ja, vielleicht sollten wir die erstmal vorfahren lassen, da alle. Hm. C? Oder was? Ja, komm, ich muss hier drauf. Paratroop, wer ist der? Ja, eigentlich falsch geschrieben. Ja, ein Paratrooper ist eigentlich nur ein Fallschirmspringer oder so. Mhm. Aber ohne H. Ich glaube, der Name war einfach schon vergeben. Der sagt, komm, einfach irgendwo einen Buchstaben nochmal reindrücken, wie sie es oft machen, ne? Kicken wir mal, was jetzt hier geht, wa? Mhm. Aber ich fühle, ich habe das Gefühl, wir würden gewinnen. So, guck mal, ich ramme hier gleich eine New Mexico. Weil, glaubst du, der weicht doch nur einen Millimeter von seinem Kurs ab? Alle fahren sich schräg nach vorne, aber er fährt geradeaus. Nach vorne. Oh, echt jetzt? Voll beschissener Mexikaner. Weil der nennt sich Captain Eagle, wie Eagle, nicht wie Adler, sondern wie Eagle, Eagle. Eagle. Captain Eagle One. Captain Iglo. Also, ja, Captain Iglo One. Oh, der rosa Flugzeug, das ist so putzig. Oh Gott. Ach, wie süß. Ja, da weiß man ja schon, wie die Piloten drauf sind, ne? Ja. Die schmeißen bestimmt auch rosa Bomben. Und ja, ich glaube, die schmeißen so Trüffel runter oder irgendwo. Scheiße. Oh ja, und was für... Ach, da ist wieder der Flugzeugträger. Ist er bei uns? Ich glaube, dessen Flugzeugträger ist da. Hm, scheiße, nur ein Treffer. 2G. Ja, ich glaube, die kommen ja alle rüber. Nee, aber nee, die fahren ein paar fahren weg. Ja. Clemson, okay, 5 Kilometer Torpedos. Ja, ja. Aber ich schätze, die 5 Kilometer Dinger sterben rechtzeitig ab. Krieg ich jemanden in Sicht endlich mal oder so? Oh ja. Also, dass dieses Schiff so langsam ist, ne? Das nervt mich nicht. Mich nervt diese Nachladezeit. Das ist total. Naja, aber soll ja realistisch sein? Realistisch sein? Deswegen. Ja, aber wieso ist das realistisch so langsam? Weil das Kaliber größer ist. Du hast noch nie gesehen, wie lange die brauchen, wie die nachladen, ne? Früher. Nee. Unser Team hat die Führung übernommen. Da wird die Munition ja teilweise angehoben. Und je größer die ist, die wird ja mit so einer Hydraulik nach oben befördert. Also in das Schussdings da, ne? Mhm. Jetzt muss ich mir holen hier, komm. Boah, wo ein Scheiß. Wie versemmel ich die ganze Zeit und jemand anders kriegt den Kill? Ach, scheiß Linie.
Das soll auch abgeschafft werden. Oh, Kongo. Wo? Ach, da. Aber ich will unbedingt, ja, ich will auf die Cleveland, ne? Auf die Cleveland? Unbedingt. Vorsichtlinie ist bald da, ne? Ja, scheißegal. Einmal feuern und dann muss ich jetzt drauf. Ich versuche so zu drehen, damit ich dir den Weg nicht. Da schießt einer auf mich. Die Kongo! Ja. Vor allem, die hat auf dich geschossen und auf mich geschossen, ne? Ja, das sind zwei Kongos. Sind das zwei Kongo? Nee, das waren nur. Ja, in der Ecke ist rechts und links ist auch eine Kongo. 60 Kilometer. Entfernt. Wir können uns ja die Kongo hier vorne holen. Welche ist denn die vorne? In der Ecke da? Ja. Aber du. Ja toll, ich habe jetzt gedreht, das ist doof. Die ist in der Linie. Ich versuche jetzt noch so zu drehen, dass ich. Boah, die schießt auf mich, ist das? Ja, ich drehe auch. Ich müsste wohl in die Linie drehen dann, aber. Komm, der trifft. Doch. Der trifft mich zum Glück nicht, weil ich gerade drehe und er anders angezielt hat, anvisiert hat. So, jetzt. Bitte, Johanna. Mach irgendwas. Treffer. Wie, nur ein Treffer? Zwei Treffer? Ich hab ein paar. Jesus. Ja, ich hab auch nur drei. Und so. Jetzt bin ich dran, jetzt, Naja, ich häng auch drin, aber ich glaube, ich bin gleich wieder draußen. Scheiße, ich fahre voll in die Menge hier. Das ist nicht gut. Und Insel. Der hängt da, aber der hängt da zum Glück die ganze Zeit fest, weil er voll gerade reinfährt. Ja, das ist schön. Das freut mich. Ich fahre jetzt auch hin. Komm, Geschütze. Dreh doch. Der verfehlt mich die ganze Zeit, das ist gut. Bitte, cool. Du Backe? Du Backe? Dann bist du Backe. Du Backe. Papa, du Backe. Oh, hast du sie getroffen? Ich hab zwei Treffer gemacht, ja. Warte, die schießt auf mich, ey. Wie eine Bekloppte. Da drüben. Kommen die rüber alle, oder was ist das? Muss ich aufpassen, sonst bin ich auch gleich in der Linie. Leichter Schaden. Ich habe nur einen Treffer von der ganzen Salve, die ich abgefeuert habe. Da kommt eine Karlsruhe. Oh komm, jetzt müssen wir uns das Ding jetzt holen hier. Ja, ich bin jetzt in der Linie. Das ist doch kacke. Der hängt ja die ganze Zeit und denkt, der kommt damit durch. Der ist ja irgendwie krank. Ey. Ja. Gott, doch, frei. Otto, ja. Jetzt, ich glaube, der dritte, der fährt rückwärts. Jetzt fährt er rückwärts. Ja? Ja. Oh, scheiße. Bitte lade doch mal. Drei Treffer habe ich gemacht. Da kommt noch eine Folo Taka jetzt. Ach, komm, lade doch. Hopp, hopp. Why? Nix versenkt. Why? Ich habe auch nichts gesenkt, aber das ist nichts Neues. Aber ich habe Treffer. Und ich bin die Letzte. Hey. Ja. Hey. Krieg ich einen Erfolg dafür? Ja, es müsste so. Müsste so einen Erfolg geben, irgendwie seit 20 Mal der Letzte oder so. Ja. Nacheinander. Ja.
Also, ich meine, ich finde das Schlachtschiff gut, aber ja, wie gesagt, man muss halt rechtzeitig seine Türme, man muss rechtzeitig wissen, wo man hinschießen will und dementsprechend drehen, falls man drehen muss, ne? Ja, ich finde ihn nett, weil er auch viel Schaden macht, aber ansonsten. Ja, macht auf jeden Fall viel Schaden. Und manchmal hast du Glück, so wie gestern, ne? Wo ich den einen nicht mal treffe, einfach die Explosion irgendwie, die neben ihn eingeschlagen sind, haben ihn einfach versenkt, ne? Ja. Voll Schreck gewesen. Ich dachte, was Ach, ist das denn? der eine, der voll Leben hatte und. Ja, voll Leben und versenkt plötzlich. Ja. Aber da wurde kein Treffer angezeigt von mir, ne? So als wären die einfach im Wasser detoniert und der wäre dadurch explodiert irgendwie. Das war richtig schräg. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Abo hinterlassen. Oder Ja. sonst, ne? Schokolade schicken. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschö.